Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin euer Firobo. Und ich muss jetzt mal in die Störung wieder reinkommen. Ist der jetzt da runtergelaufen oder ist er einfach noch verschwunden, der Ochse? Ich hab's jetzt nicht genau drauf geachtet. Ja, schon längere Zeit her, dass ich Zelda jetzt gespielt habe. Ja gut, was machen wir denn? Stimmt, ich war hier gewesen, weil ich mir Epona geholt habe. Da kann ich mich noch in... Ah, jetzt habe ich die... Destiny-Störung drin. Die ganze Zeit. Fährt doch Polen. Kann ich euch ja zeigen, da. Da ist Epona. Sieht fast aus wie Fiona. Die Pferde sehen echt alle gleich aus, so, nur dass die Farben anders sind. Na. Das ist ein bisschen Ausdauer. Besser, aber der ist halt ruhig. Ruhige Pferde sind da wesentlich besser. Zur Neigung aller auf Max. Wunderbar. Nö, einfach nur, weil es kann, sage ich nur. So gut. Karte, nee. Da war Karte, genau. Oh, jetzt werden die Steuerung reinkommen. Uiuiui. Gut, wir haben hier unten soweit alles erledigt. Wir müssen noch gerne machen. Und das sind, glaube ich, alle. Alle Tempel, die wir noch machen könnten. Wir könnten aber auch eigentlich mal hier hingehen, ne? Zum Schrein und uns mal da. Übrigens steht da mein Toast immer noch, aber egal. Wie ich in die Schreine reinkomme, wusste ich nicht. Den Rest habe ich noch nicht probiert. Wollen wir versuchen, noch die anderen Schreine zu machen? Ja. Aber nee, ich mache das, glaube ich, lieber nebenbei. Machen jetzt mal hier. Machen wir die Prüfung. Wir holen uns das Master Sword. Das Bandschwert. Du bist ja nicht unbedingt Herzen komplett voll haben, glaube ich. Ich muss mal gucken, wie es eigentlich mit Pfeilen und allem aussieht. Dass wir da in die Festung gerne reinkommen. Ja, wohl eigentlich wollte ich ja, ne? Pfeilen fällt mir gerade ein. Habe ich. Eigentlich, ne, habe ich nicht, weil hier ist ja nämlich auch noch ein Schrein irgendwo. Hier glaube ich irgendwie. Stimmt, den habe ich auch nicht markiert. Ha. Mann, Fio. Ja, ich muss das auf jeden Fall erstmal aufs Screen machen noch. So, wir gucken jetzt also jetzt hier die Prüfungen an, würde ich sagen. Habe ich eigentlich noch Proxam, die ich dir geben kann? Ich weiß es gerade gar nicht, ob ich noch welche gesammelt hatte. Ja, habe ich anscheinend. Okay, gut. Dann machen wir mal meine Bogentasche größer. Jawohl. Zack. Ja, überspringen bitte. Brauchen wir uns jetzt nochmal geben. Ha, he came. Ja, noch ein Platz für unsere Bogentasche. Und Pfeile haben wir anscheinend auch genug. Wunderbar. Wer die größere Bogentasche? Noch größer kann ich die Bogentasche nicht machen. Okay. Hey, immerhin haben wir jetzt alle Taschen, also die ersten beiden Taschen, die wichtigen Taschen, komplett voll. Komplett freigeschaltet, hey. So, dann machen wir noch die Schildtaschen hier. Wobei ich mich auch frage, warum soll ich 50 Millionen Schilde tragen können? Waffen sind das schon sinnvoller. Schildiger gegen dich. Warum fragt er mich eigentlich noch, welche Tasche ich machen will, wenn ich eh nur die Schildtasche machen kann? Es ist unsauber programmiert, Nintendo. Muss man ganz ehrlich sagen. Na gut, weiter geht's. So, Schildtasche wird größer, so. Ja, mal weiter. 10, wenn du willst. Ich kostet es wahrscheinlich 25, ne? Dann können wir auf jeden Fall noch einmal upgraden. He came again. Wahrscheinlich machen wir noch die komplette dritte freie voll, würde ich sagen. Würde ich jetzt vermuten. Ich glaube nicht, dass wir so viele Waffentasche-Sachen tragen können wie bei den Waffen. Ja, aber immer war die Waffentasche die größte Tasche, glaube ich, die man upgraden konnte, ne? Das ist ein Vorteil. So. Und wie viel willst du jetzt haben? Immer noch 10, was?
Okay, wenn es so weitergeht, dann kann man echt die Schildtasche ewig lang upgraden. He came again. Der größte Schildtasche, ja, okay. Ja, mach nochmal die Schildtasche. Der will die ganze Zeit nur 10 Samen dafür haben, warum? Sind die Schilde nichts wert oder was? Oder haben sie es jetzt, weil es gab jetzt nämlich noch einen Patch anscheinend für das Spiel. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt für Zelda war. Oh, jetzt kostet es 15, natürlich. Das sind nicht genug Crocs. Oh, schade. Ja, tschau. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das für die Switch war. Sterben der FPS. Oder nicht, deswegen, keine Ahnung. Leg jetzt nur mal das Schwert aus dem Arsch. Warum geht das? Ich nehme mal mit, weil du bist ganz schön gut. Boah, Alter, diese sterbenden FPS immer hier. Alter. Warum Nintendo? Prüft ihr eure Spiele nicht mehr? Alter Schwede, ist das schlimm. Was haben wir denn hier alles? Vogelnuss. Okay. Was ist denn hier lang? Okay. Das ist eine komische Nichtanfolge. Wo komme ich hier hin? Ich glaube, hier komme ich nämlich noch zu einer Prüfung. Ich finde es interessant, dass die Brunnen leuchten hier. Ja, hier gibt es ja Krabbelvieh, genau. So, Prüfung gefällig? Jawohl. Wert hält, ich habe bereits auf dich gewartet. Hier findest du die schwierigste Prüfung der Crocs, die Feuerprobe. Du musst es mit dem Croc-Waffenset bis ins Ende schaffen. Ich versuch's mal. Dann los. Du musst Schwert, Bogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Was soll das denn werden? Deine Taschen sind ja voll. Du kannst nicht. Okay, muss also einmal Platz schaffen für eine Waffe. Ist ja doof. Gut, was legen wir denn ab? Ich habe übrigens, habe ich das überhaupt gezeigt? Ja, ich glaube ja, ich habe eine Chimäre getötet. Legen wir den jetzt ab? Verdammt. Ich glaube, ich lege das Schwert ab, obwohl es gute Haltbarkeit hat. Ciao, Schwert. Tut mir leid. Ja, das können wir ja schon. So, okay. Wahrscheinlich all dieses ganze Holzzeug. Dieses Waldläufer, wie das hieß, Zeug, denke ich mal, wird es sein. Und dass das Holz ist, kannst du natürlich verbrennen. Was lädt der jetzt so lange? Das Ziel ist der Schrein am Ende dieses Weges. Also los. Feuerprobe. Ah, ich hab's aber wenigstens direkt ausgerüstet. Okay, warte, kann ich mir jetzt angucken, was ich ausgerüstet habe. Ja, Waldzeug habe ich ja gesagt. So, bin ich ja mal gespannt. Ich mach mal den. Das ist das Schöne. Das sehen kann. Toppen. Ah, die toppen sogar. Nice. Okay, mit dem Bogen ist es auch relativ leicht. Aber was ich komisch finde, die brennen ja nicht. Wo ist das denn jetzt eine Feuerprobe? Oder es kommt noch. Das kann natürlich auch sein. Ah, bis jetzt aber angenehm eigentlich. Ah. So. Was habe ich denn für ein Schwert? Da komme ich ja unglücklich dran vorbei, ne? Kannst du echt nicht. Link. Ganz ernsthaft nicht diese Kisten hier hochklettern. Da kannst du doch hoch. Hä? Link, wer hat dir ins Gehirn geschissen, ne? Ehrlich. Wieso kann er nicht mehr springen?
Ah, jetzt. Und jetzt. Ah, jetzt. Endlich. Und diese böse Hürde überwunden. Aber ich wollte jetzt nicht darum, mein Schwert. Ah, jetzt hier. Und die FPS sterben. Und da ist noch irgendwas. Alter Schwede. Ja, hier sollte vielleicht nicht stimmen. Ja, der ist kaputt. Und der ist auch kaputt. Wunderbar. Und in den Sumpf gehe ich mal besser nicht rein. Der ist nämlich braun. Ah, deine Ressourcen würde ich gerne haben. Habe ich direkt beide gekillt. Nice. Ach, die Viecher. Nervig. Fuck. Das war wasted. Aua. Als ob ich die nicht treffe. Na, geht doch auch. Ich darf hier zwar ein Herz einstecken müssen, aber gut. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier. Entschuldigung, aber warum ist dieser fucking Nintendo Controller der einzigste Controller, der eine andere Steuerung hat? Ich verstehe es einfach nicht. Vorteil ist wenigstens in dem Gewand ist sie die Gegner. Ich denke mal, ich muss da hin, ne? Ich wollte gerade sagen, fällt es jetzt ernsthaft darunter, Link? Dann schau ich doch mal. Fest eine Bombe drin? Ein Waldschwert. Wow. Nee, danke. Obwohl, ist wahrscheinlich sinnvoll, wäre gegen Ende, müsste ich wahrscheinlich gegen einen Boss kämpfen. Dann wären die Waffen natürlich dann wahrscheinlich besser. Aber egal. So, und zack, geschafft. Sehr schön. Da ist der Schrein. Das war knapp. Ich hätte die ganze Zeit immer was rollen, aber... Hey. Fuck off. Burn and Fire. Hä? Ach so, wegen dem Luftzug schweben die nach oben. Wow. Hallo. Ja, nur doof, dass sie jetzt ziemlich futsch waren. Na egal. War das eigentlich hier so eine Art Cheat-Modus, was ich jetzt hier gemacht habe? Geschafft. War jetzt auch nicht besonders schwer, muss ich sagen. Glückwunsch, du hast die Feuerprobe bestanden. Deine Belohnung erwartet dich im Schrein. Ach ja, wenn du die Prüfung nochmal machen willst, komm vorbei, bis dann. Nee, ganz bestimmt. Die Feuerprobe geschafft. Okay, gut, dann schauen wir doch mal in den Schrein rein. Ja, können wir springen, können wir bestimmt alles schon. So. Und runter mit uns. Död, död. Ich kann auch überspringen, können wir auch schon. Temperament eines Pferdes. Wenn du ein von Temperament her ungeschirmtes Pferd zu beharrlichen beantreibst, wird es dich abwerfen. Naja. Das scheint aber echt nur ein leerer Schrein zu sein, ja. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten, weil ich einfach an eine andere Steuerung gewöhnt bin. Nintendo, bitte fixt euer Games. Oh, antiker Riesenkern, das ist schön. Oh, dann geben wir nochmal hier ein paar Punkte, würde ich sagen. Bam, bam, bam. Wunderbar. So, Feuerschlämme explodieren, nachdem sie besiegt wurden. Ein geschickter Treffer schaltet mehrere Gegner auf einmal aus. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, das kann ich bestätigen. Und so weiter und so fort, ne? Haha. So.
Gut, der Bogen an sich mit dem Dreifachschuss ist ja geil, aber er ist einfach so unglaublich schwach. Das werden wir wegtun. Genauso wie dieses Holzschwert. Oh, das war ja von der Stärke ganz besser als das andere. Das Kockschild allerdings sieht cool aus. Das soll ich mal niemand tun, glaube ich. Und warum müssen meine Nachbarn jetzt so viel Krach machen? Ich hasse sowas. So, teleportieren wir uns mal hier hin und suchen uns die nächste Herausforderung. Das war nämlich die schwerste Herausforderung, ernsthaft. Ich weiß, ich spiele seit, glaube ich, auf jeden Fall über Monaten dann kein Zelda. Mache direkt so eine blöde Prüfung, dann gebe ich die schwerste und dann schaffe ich die auch noch. Hä? Okay, gut. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Gut. So. Ja. Muss wahrscheinlich hier wohl die nächste Prüfung finden. Ich glaube, wir müssen einfach mal über den Lichtern folgen. Ja, da und da ist wahrscheinlich die nächste. Die stimmen wir auch noch mit. Weil die Bosch. Hab ich eigentlich schon auf Fallen Upgrade? Das weiß ich nicht. Muss ich auch noch ein paar Sachen upgraden. Die Rüstung hier gibt es leider nicht zum Upgraden. Viele Rüstungen gibt es leider nicht zum Upgraden. Was ich ein bisschen schade finde. Zum Beispiel die Phantom-Rüstung wäre richtig cool, aber der Upgrade von der ist einfach kacke. So, und du bist. Ja, du bist auf. Vor allem Upgrade nämlich 32 ist nämlich stärker als die hier. Komischerweise. Oder genauso stark, ich weiß nicht. Und da habe ich momentan die drin, die kann ich upgraden, wenn mir irgendwas fehlt. Hm. Ach ja. Irgendwann werde ich alles abgegradet haben. Irgendwann. Aber erst machen wir jetzt hier Prüfungen und alles. Ich habe einfach nur die diese Reckenrüstung an, einmal weil sie stark halt ist. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Und zum anderen, weil sagt, die Lebenspunkte der Gegner anzeigt. Das finde ich sehr hilfreich. Jede Menge Frösche. Was ist denn der Schrein? Ich glaube, das ist Wasser, oder? Oder. Willst du was von mir? Ja, hier. Hier geht's zur Prüfung. Okay, dann nochmal Prüfung. Ein Helena tritt zu den Prüfungen der Cox an. Geht das überhaupt? Da wird schon seine Ordnung haben. Magst du dich an meine Prüfung, an meiner Prüfung der Cox versuchen? Gern. Wirklich? Du machst es? Da hat sich das Fragen ja gelohnt. Bei der Prüfung geht es um Folgendes. Du darfst dich einfach nicht im Nebel verlaufen. Hä? Du wirkst etwas unzufrieden. Kein Problem, kein Problem. Du kriegst ja einen Hinweis von mir. Die Bäume, die Eisen verschlingen, weisen den Weg. Fühlst du dich nicht von ihnen angezogen? Na, alles klar, dann los. Dann habe ich nämlich eine Idee, wie wir uns ganz leicht den Weg merken können. Nämlich so. Ja. So müssten wir eigentlich den Weg ja finden, ne? Also siehst du dort die Eisendinger auf jeden Fall. Nur jetzt sehe ich. Ah, die kann man nicht bewegen, okay. Ja, welcher Baum hat jetzt Eisen? Der hat kein Eisen. Der hat kein Eisen. Der hat Eisen. Ah, gefunden. So, der hat als nächstes Eisen. Oh, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Und schön, dass wir Gegner sind. Davon war nichts in der Sternbeschreibung. Wir nehmen einfach mal das hier. So. Ah, da ist noch einer. Oh nein, jetzt bricht gleich das. Aber komm, dann geht's noch irgendwo, ne? So. Zack, und ist gebrochen. Shit. Oh, wenigstens krieg ich hier noch euer Loot. Von dem habe ich mich, glaube ich, auch von dem ganzen Zeug, habe ich mir auch ganz viel abgegeben. Jetzt,
möchte gerne wieder die Sachen. So. Und da ist der nächste mit Eisen. Und da ist der nächste mit Eisen, okay. Und da ist der nächste mit Eisen. Auch nur ein paar Fledermäuse. Aber das hat man schon geschafft. So. Oh, ein paar Wölfe. Das ist mein Fahrer. Ach, die Waffen fangen an hier zu rosten. Oh. Okay, wenn die Waffen anfangen zu rosten, ist das schon ein bisschen... Ah, schick. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Hä, wieso? Ah, jetzt. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht aufnehmen? So. Oh, eine Hellebarde reicht, glaube ich, gegen die. Oh, meine Ressourcen hätte ich gerne hier aufgestockt, danke. So, was war hier? Ach, hier war nur ein Schild, ne? Na gut, dann gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Lege in mich den alten Schild, beschützt durch den wiederkehrenden Monster. Achso. Also den hier oben mitnehmen. Nein. Ausrüsten. Also warte, lege in mich. Achso, oh. Warte, wegwerfen. So und guten Appetit. Ha, eine Küste. Cool. Und da sollen wir wahrscheinlich jetzt hin. So ganz unterschwellig wird mir das, glaube ich, mitgeteilt. Aber hoffentlich haben wir hier was Cooles drin. Ich habe schon ein Schwert verballert für euch. Ein Bernstein. Wow. Ich darf schwimmen. Ich darf schwimmen. Okay. Ja, Link. Boah, diese Steuerung im Wasser immer. Also... Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Steuerung ist manchmal echt mehr als fraglich. Und Verlauf laufen. Eine Schleichforelle ist in der Nähe. Oh. Stimmt, das habe ich ausgerüstet gehabt. Wo ist die Schleichforelle? Ach, die See ist sogar. Lol. Das ist ja cool. Aber ich brauche nämlich die Schleichforellen für meine... für meine Dingsumster hier. Wie heißt jetzt? Für meine... Ausrüstung. Ich hoffe, ich darf mir das hier holen. Jawohl, haben wir die Schleichforelle bekommen. Sehr schön. Ja, hätte ich jetzt die andere, hätte ich jetzt die Zwei-Rüstung an, würde ich natürlich beim Schwimmen gar nichts verbrauchen an Energie so richtig. Aber passt ja alles immer genug in Ausdauer. Sehr schön, dann habe ich schon mal die Schleichforellen. So, leg in mich meine Schatztruhe. Hätte mir das nicht 5 Minuten vorher sagen können? Was, wenn ich die Schatztruhe jetzt irgendwo hingeballert hätte? Achso, Schatztruhe ist wieder... Nee. Du bist falsch. Welche Schatztruhen-Transporter oder was? Vor allem schön, dass die Schatztruhe keinen Einfluss auf die Gewichtsverlagerung auf dem Schiff hat. Nein, ich würde gerne mehr in die Richtung. Entschuldigung.
So, dann auf. Hier hast du eine Schatztruhe. Guten Hunger. Jetzt erscheint der Schrein. Scheinbar schon. Gut. Haben wir das schon mal geklärt. So, meine Frage ist jetzt nur, wo ist er erschienen, der Schrein? Ah, da. Okay, gut. Zack, dann schon mal rüber. Hoppa. Untersuchen, überspringen. Rein da, überspringen. Zack. Er hat jetzt nicht gesagt, dass nur das bei uns für uns am Schrein eine Belohnung wartet, ne? Heißt, vielleicht haben wir ja noch eine Quest, die wir machen müssen. Nein, doch nicht. Wie ich das instant sehen konnte. Ach man, schade. Eine cooles Rätsel noch im Schrein wäre auch cool gewesen. Antiker Riesen können, ha? Schön. Hallo! Und ja, wir wollen überspringen. Das hat so für mich also einstellen so, hier, ich gebe dir Reaktorkerne, damit du, die Dings nimmst, damit du dir die antiken Waffen kaufen kannst und so. Spiele damit, los, Link. Los, Spieler, spiel damit. Ach ja. So. Ja, wir haben echt nicht mehr viel im Spiel zu tun. Krass, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet, muss ich gestehen. Ich hätte mir irgendwie mehr gerechnet gehabt. Falsche Taste, so, hier noch hin. Teleportieren. Wollen wir noch die letzte Quest machen? Ich glaube, machen wir noch die letzte Quest, oder? Komm, machen wir die auch noch mal eben schnell. Dann haben wir das erledigt. So. Ups, Wegwerfen, so. Brauchen wir den Schrott nicht, ne? So, dann wollen wir auch die letzte. Ach, die verstecken sich alle, wenn ich die näher komme. So. Die kleinen Schlawiner hier. Boah, diese FPS, ey. Schlimm. So, dann gehen wir hier hin. Hier haben wir noch die letzte Prüfung. Bin ich ja gespannt, was uns hier erwarten wird. So. Ah, da steht er, ja. Hoffentlich kommt er klar. Oh, du bist doch der Held, oder? Du bist sicher wegen der Prüfung der Crocs hier. Bitte sag ja. Ja. Oh, puh, sehr gut. In diesem Fall könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Es ist so. Faxinus hat sich in den Kopf gesetzt, die Croc-Prüfung zu machen. Normalerweise wäre ich ja mitgegangen, aber er wollte unbedingt alleine gehen. Also habe ich ihn ziehen lassen und jetzt mache ich mir solche Sorgen. Kannst du ihm nicht heimlich folgen? Also so, dass er dich nicht sieht? Bitte, bitte. Okay. Schleichglöckchen. Stimmt, wir können unsere Schleichklamotten anziehen. Aha. Wo sind die da? Bin ich ein Ninja? Obwohl ich eigentlich nur Nachttempo dadurch kriege, aber egal. Nein, da war nichts. Ich bin nur ein Geist, der dich fressen wird. Kinderleicht das alles. Ah. Jetzt erhöht aber so ein Tempo. Den Baum kenne ich.
Sehr schön für dich. Ich will aber mal die ganzen Schleischglöckchen mitnehmen. Weil ich die mich auch noch brauche. Für meine Rüstung upgraden. Ja, der ist so klein, den sieht man fast in dem Gras nicht. Fängt denn. Immer ist er super schnell, immer ist er mega langsam. Da lang, oder? Scheinbar schon, kleiner Mann. Ich folge dir nur. Ich glaube, dir, irgendwie habe ich das Gefühl, der hat dieses Schleichen nur hierfür eingebaut. So dass du in einer Prüfung machen können. Ich habe das Schleichen noch nie benutzt. Oh. Ja, die Route brauche ich schon mal nicht. Ciao. Jetzt kacke. Wie unfair. Ist nur eine Route, die vom Baum gefallen ist. Aber schön, dass sie sowas einbauen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Muss ich gestehen. Das ist jetzt natürlich alles nur so ein bisschen Spielstreckung gefühlt. Da sind schon die Blumen. Ah, okay. Die Hälfte ist geschafft. Was ist die Hälfte? Fuck. Oh Mann. Na komm, kleiner Wicht. Stell dir mal vor, das muss man jetzt öfters machen. Zum Glück dreht er sich nie um. Ich mag auch die Musik in dem Krabwald. Muss ich einfach mal gestehen. Ist da wer? Nö, nö. Ah, ein Geist. Ah, ein Geist. Wer bist du? Bist du mit mir schon die ganze Zeit hinter mir her? Na toll. Ich wollte doch allein schaffen. Jetzt kann ich von vorne anfangen. Auch nein. Wo hätte ich das wissen sollen, dass der sich jetzt umdreht und zurückläuft? Oh, nee. Hatte ich gesehen, was? Er ist wirklich sehr nervös und zuckt bei jedem Schatten zusammen. Er hat sich trotzdem wieder auf den Weg gemacht. Wenn du ihn wieder folgen könntest, wäre das toll. Ja. So ein Dreck. Oh, warum muss ich das alles nochmal neu machen? Das ist so ein Ranz. War da was? Nee, nee. Er sollte wieder in den Turbo-Modus rein, oder? Nein, nicht wirklich. Kenne leicht das alles sehr, ja. Jetzt haut er in den Turbo-Modus rein, genau. Nerviger kleiner Typ. Ja, woher hätte ich denn wissen müssen, dass er zurückläuft? Den Baum kenne ich, ja, schön für dich. Nerviges kleines Teil. Für den, ich muss das alles nochmal neu machen. Ja, ich wollte noch eben die Prüfung machen. Das ist die schwierigste Prüfung hier von den Crocs. Ich glaube, Gebüsche machen eh nichts, ne, bei denen, ne. Ach, verdammt. Einfach 50 Meter Abstand halten. Dann wird das hoffentlich schon. Da lang, oder? Ja, ja, geh du mal. Psst, dass du keine Angst vor den Bäumen hast, Alter. Ich hätte mehr Angst vor diesen Bäumen, die sehen so unheimlich aus. Würde mich nicht wundern, wenn die Bäume wirklich gerade mal Menschen waren. Da solche Bäume in ein Kinderspiel reinzutun.
Ja, Zelda ist immer noch ein Kinderspiel. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Okay, weiter geht's. Jetzt sagt er wieder Hälfte geschafft. Ninnin. Ich bin Link. Jetzt lauf schon. Da sind schon die Blumen. Die Hälfte ist geschafft. Ah, lauft immer kleiner Wicht. Damit ich am Ende slicen kann. Ich bin nicht in Wirklichkeit ein Slicer. So, und jetzt kommt die Arschstelle. Ich möchte mal, wie wir die überbrücken können. Naja. Vielleicht muss ich einfach nur hier drin stehen bleiben. Geht das vielleicht? Ist da wer? Ein Geist. Na gut, dass ich stehen geblieben bin. War nur ein Schatten. Gott sei Dank, ne? Jetzt passiert es nochmal. Dann lache ich. Dann würde ich mich abfacken. Das ist ja wirklich mit Abstand die gemeinste Stelle gewesen. Ich schaff das. Ich fürchte keine Geister. Okay. Finde ich aber gut, dass er. Das ist so finster. Gruselig. Wenn du dich wieder zurückläufst. Mission Text ist alles gut. Schleichglöckchen, Schleichglöckchen. Hab ich gerade. Du willst mich doch verarschen. Fast da. Hä? Er ist weg? Ist auch besser so. Kein Bock jetzt wegen Wolf noch das. Ah, da ist das Schrein, jawohl. Wegen dem scheiß Wolf damit noch zu. Nochmal neu alles machen zu müssen. Ah, ich sehe den Schrein. Schön, dass er einfach aufsteht. Und hat das jetzt geschafft? Endlich da. Dürfen wir jetzt zu dir hin oder nicht? Okay, und schön schickt dann so ein Tanzen fest. Ich hab die Prüfung geschafft! Hä? Wer ist da? Du bist doch der Held! Wer Held? Ich hab die Prüfung geschafft und zwar ganz allein. Oh, ach ja. Der Dekobomb hat gesagt, dass im Schrein ein Segen auf den Helden wartet. Schau doch mal nach. Pilgerweg geschafft. Boah, Gott sei Dank. Mann, war der jetzt lästig. Ja, untersuchen. Rein da. Uiuiui. Boah, haben wir das auch geschafft, Gott sei Dank. So, überspringen. Der Schockersegen. Ich weiß, der Name steht anders da. Egal. Da ist jetzt so. Und antiker Reaktorkanone kleiner diesmal. Oh, wie gemein. So, dann haben wir das auch geschafft.
Ja. Gib mir lieber die Zeichen. So, haben drei Stück schon wieder. Nice. Ich habe 107 Schreine schon gemacht. Scheiße, die waren da eine. Und 357 Krogsame. Boah. Shit, ey. Boah. Mann, ich hab kein Leben. Was für ein Erkenntnis des Tages. Gut, so. Da haben wir das auch geschafft. Da haben wir alle Prüfungen noch gemeistert, ne? Würde ich sagen, oder? Dann schauen wir mal, was der Dekobaum dazu sagt. Vielleicht kriegen wir hier. Oh, das war ein cooler Impulse. Vielleicht kriegen wir jetzt unser Master Sword. Aber das sind wir aus der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, haut rein. Ciao, ciao.